Hallo, herzlich willkommen zurück zu Self-Take. Okay, wir müssen jetzt heute mal uns um Progression kümmern. Ja? Wir müssen heute zu diesem komischen Steingebilde hier hinten, hinterm Dorf. Da müssen wir entweder Viecher killen, beziehungsweise müssen Viecher killen. Dann entweder uns so eine Statue craften oder eine Statue erscheinen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, es sagte einfach Viecher killen, bis irgendwann eine Statue erscheint. Und mal gucken, ob das so funktioniert, auch am Tag. Ich habe keine Ahnung. Was bist du? Ein Fisch. Sah komisch aus. Nein. Alle, hopp. Okay. Ich habe übrigens heute was ziemlich Interessantes gelernt. Und zwar, diese Steinchen hier. Die seht ihr ja, ne? Da. Diese Steinchen sollten ja eigentlich in einem One-Hit kaputt gehen, so wie der. Manche Steinchen machen das allerdings nicht. Die brauchen ein bisschen länger zum Abbauen. Und ich empfehle euch, diese Steine auf jeden Fall nicht anzufassen, denn diese Steine sind die Ore-Samples, also versteckte Ore-Samples, die erst freigeschalten werden, sobald ihr quasi das Age dafür erreicht habt, also den Questvorschritt soweit habt. Das heißt, diese Steinchen sind später Ore-Samples, die ihr auf jeden Fall braucht. Also nicht kaputt machen, wenn die Steinchen nicht in einem kleinen Schlag kaputt gehen. Ja, das ist übrigens ein super, super Tipp, den ich erlesen habe, als ich mich schlau machen wollte. Oh Gott. Okay, ich bin gespannt. Was bist du? Bist du... Du siehst... Okay, müssten hier nicht... Viecher spawnen? Spawnen die nur nachts vielleicht sogar? Ich habe noch gar nicht in das Buch reingeguckt. Das ist gespawnt. Oh Gott. Oh was? Bist du doof? Okay. So. Ist jetzt mal hier langsam Schicht im Schacht? Das ist auch gar nicht das richtige Ding. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn das hier überhaupt alles? Und... Ich glaube, ich bin am vollkommen falschen Stein. Kann das sein? Ich hab doch Boiler. The Betweenlands. Das ist nicht das... Oh. Ich... Falsches Teil, glaube ich. Ja. Kann ich den Dorfbewohnern dann eben ganz kurz ein paar Sachen geben, bitte? Freunde, wo seid ihr? Wird schon alle gefressen, ja? Was ist das? Ein Schäferhund! What the fuck? Okay. Ja. Damit habe ich bestimmt nicht gerechnet. Wo sind denn jetzt die ganzen Leute hier? Ah, ich höre sie. Gut. Yo, hier. Nicht? Doch. Ja? Ich denke mal, sind es die schwarzen Steine, nehme ich an, wenn... Nekro irgendwas, ne? Et. Nekro. Nicht. Abis. Abü. Abü. Sal. Ja, ja, ja. Okay, es ist alles ziemlich schwarz. Okay, schade. Ich hätte gedacht, ich hätte mal Glück. Aber nope. Nope, 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 nope. Na gut, dann Sumpf hat er gesagt. Jetzt fängt das wieder an. Das ist auch noch Sumpf. Wo habe ich sonst noch Sumpf? Eventuell. Da habe ich noch Sumpf. Ja, ich meine aber, da wäre irgendwas gewesen derartiges. Ich bin mir nicht so sicher. Und ich finde es gerade sehr dunkel. Ganz klasse. So Leute, ich habe das gefunden, was wir suchen. Das war eine lange Suche, die nicht sehr schön war. Und zwar das da vorne. Es ist schwarz, dunkel und böse. Und, oh Gott, meine Spitzhacke ist fast kaputt. Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet, würde ich mal so sagen. So, wo sind wir hier? Da sind wir da. Bei. Das ist prima.
Axt habe ich noch. Nein. Habe ich Cobblestone dabei? Nein, auch das nicht. Ich bin super vorbereitet, wie immer. Haha. Zack, zack. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Und das. Die Dinger nehme ich lieber mit, weil wer weiß, wofür die noch brauchen werden. Ich denke mal, irgendwann wird es soweit sein. Und deswegen sicher ist sicher. Okay, neue Äxte. Weil die einfach am meisten Schaden machen. Da kommt nichts gegen an. Ist wieder Rüstung. Ah, ich hab noch eine Hose an. Das ist nicht cool. Nicht cool. Nun denn. Habe ich den... Habe ich. Den Crafting-Tisch mitgenommen. Sicher, sicher, weil ich sollte immer einen dabei haben. Ich meine, die sind so kacke zu craften für mal eben kurz. Deswegen besser wäre das. Und wir müssen noch den Boss beziehen. Ja, okay, gut. Wir müssen noch den einen Boss. Nein, besiegen für den Bogen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo ich die blöde Igelfeder herbekomme. Da sind sie. Oh Gott, das ist ein ekliges Vieh. Die sind so ekelhaft. Komm her. Oh, was für ein Geräusch ist das denn bitte? Kann ich von weiter weg angreifen, bitte? Sind die. Oh Gott. Ich fühle mich. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ja furchtbar. Hallo. Oh Gott. Der macht ja matt. Und... Au. Au, der macht richtig Aua. Au. Der hat voll die kleine Hitbox. Okay, danke. Kam da was raus? Ein so ein Fleisch. Ich höre noch mehr davon. Kann ich das irgendwie wegmachen? Das ist ja voll eklig. Okay, ich muss entweder 6 spawnen lassen für so eine Statue oder 8 sicher killen. Wahrscheinlich. Warum machen die so eine Matsche? Komm her, du Idiot. Hallo? Ah! Direkt unter mir, ey. Super creepy! Hallo? Komm doch zurück! Da bist du, Alter! Wow, das sind voll viele! Oh mein Gott! Alter Vater, sind das viele. Hohoho. Das ist... Aha, da kommt er. Oh, oh, das war ein Fehler, 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 Fehler. Go, 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 go. Entschuldigung. Entschuldigung. Au. Au. Mein Gott. Igittipfui, Igittipfui. Die haben so viele Augen. Au. Und ich wackel so sehr. Es ist so... Ja. Okay. Boot. Ja. Mhm. Gut, im Wasser ist ganz gut. Da kann ich die Abstand besser einschätzen. Mhm. Oh, langsam. Okay. Holy hell. Habe ich jetzt genug Fleisch? 9 Fleisch, okay. Holy Fukudulu. Ab nach Hause. Oh Mann, wo ist denn jetzt zu Hause?
Apropos, halt, stopp, bevor ich das tue, muss ich das Ding vorher markieren, damit ich weiß, wenn ich wiederkommen sollte, müsste, könnte, dass ich, weiß, wo das ist. Hier, wo bin ich hin? Da. Zack. Bumm. Monster. So, naja. Sag jetzt mal. Ja, ja. Okay. Wo ist denn zu Hause? Na komm. Geradeaus und dann leicht links halten. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, wenn nicht, dann bis gleich. Jawohl, wir sind ja auf dem Weg zum nächsten Zeitalter und ich hoffe auch gar nicht mehr so weit entfernt. Wir gucken mal ganz kurz. What? I'm sorry. Entschuldigung. Hallo? Es gab kein Update. Ich habe ein neues Zeitalter fertig gekriegt. Wahrscheinlich, weil wir das Tor geöffnet haben, oder? Betweenlands, ja. Ach, weil ich die Typen getötet habe. Ah, I see. Okay. Dankworld, step to report a tree. Tree? Okay. A tail or rings? Okay. Hot heads? Aha. Interessant. Das ist gut. Wir waren aber hier. H1. Wir wollen Richtung Statue, Richtung diese Richtung. Und deswegen Abyssal Trophy Case sollen wir bauen. Dafür brauchen wir eine Statue, die wir machen mit dem Monolithstein, Clay und eine Farbe unserer Wahl, denke ich mal. Ein Clay und eine Farbe unserer Wahl. Habe ich gerade eine Farbe da? Meine Nase, au. Bleibt nicht kurz gerade in der Nase piekelt. Ich glaube, die Pollen sind unterwegs. Ich bin zwar kein Allergiker, aber ich bin ein Kreuzreagierer, sag ich mal. Klingt komisch, ist aber so. So, eine Farbe unserer Wahl. Gut, dann nehmen wir irgendwas. Keine Ahnung, hier zum Beispiel dich. Übrigens, den Path können wir hier machen mit der Schaufel, ne? Der Vanilla-Minecraft-Pfad auf Gras, der lässt das Pferd natürlich schneller laufen, weil wir können auf dem Pfad schneller laufen und die Pferde auch. Deswegen, das lohnt sich. Macht da, wo eure Pferdchen laufen, Pfad hin, damit das Pferd schneller arbeiten kann. Ist ein super Tipp, habe ich auch irgendwo gelesen oder gesehen. Weiß ich gar nicht. Ja, so, dann wollen wir mal irgendwo eine Statue basteln. Steinclay-Farbe. Aha. Und das umrandet mit dem Zeugs. So. Okay, das hätten wir. Und jetzt willst du was von mir? The Beneath. Abyssal Craft Ritual to Celebrate Beneath Teleporter. Beneath Teleporter in another dimension. Okay, also wir sollen ins Beneath gehen. Also Beneath ist das Deep Dark. Das. Ich weiß gar nicht, aus welchem Mod das kommt. Aquamarine. Beneath Dimension in search for. Case for Aquamarine. Top of Caves. Moment mal, Beneath ist nicht die Dunkelheitsdimension. Okay, vielleicht ist es ein bisschen anders hier. Keine Ahnung. Ich habe Donuts gemacht. Man kann nämlich übrigens im Crucible, beziehungsweise im Cauldron hier, ein paar Sachen, also ein paar Essenssachen machen. Zum Beispiel Donuts. Hihihi. Aus Zucker und Mehl. Einfach nur Mehl. Er gibt Donuts und auch allen möglichen anderen Kram. Ich kann hier Fleisch drin braten, aber auch einige Suppen und Zutaten generell. Hier, wo sind wir denn? Ja, die Wolle. Nein. Ja, hier, Suppen. Beetroot, Suppe und so weiter. Das wird alles hier drin gemacht. Und eben halt ein paar Donuts. Ja, ich habe Donuts. Donuts ist Grain. Nicht viel, aber immerhin. Man kriegt nämlich aus einem Zucker und einem Mehl 4 Donuts. Also sehr effektiv. Was wollte ich machen? Ach, das ist Beneath, ne? Beneath. Das ist auch ein anderes Beneath. The Beneath. Es ist ein Mod. Oh. Nico. Okay. Blank Teleporter. Was ist das? Was bist du? Wo kommst du her? Was willst du hier? Und. What? Okay, und wie ist es her? Corallium Infused Stone. Corallium Gem. Wie werden die gemacht? Wo kommen die her?
Poralium. Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich muss mich da, glaube ich, jetzt mal informieren. Na gut, wie dem auch sei, dann, was müssen wir sonst noch so alles tun? Wir müssen, sollten, Richtung Blood Magic. Dann machen wir das mal. Der Altar. Altar. Blood Altar. So, dafür brauche ich Bronzesteine, eine Firnis und meinen dämonischen Willen. Ich glaube, das ist eins. Oder zumindest irgendwas derartiges. Also brauche ich eine Snare. Oder fünf. Snare. Asche, Zinn und String. Asche, einfach einen Baum brennen. Baum. Ding. Habe ich noch welche? Ja, habe ich. Perfekt. Furnace. Nein. Ja. Strings und meine Strings. Messerchen habe ich. Es gibt mehr inzwischen. Okay, es gibt vier raus, glaube ich. Und was noch? Zinn. Eine Menge Zinn. Ich habe eigentlich recht viel Zinn. Von daher sollte das kein Problem sein. Weil Zinn ja zum Glück sehr schnell schmilzt und gut zu finden ist. Und ich habe noch ganz viel Zinn im Lager, also beziehungsweise in der Hinterhand, also in der Erzader ist noch eine ganze Menge Zinn drin. Also extrem viel. So. Snare. Boom. Okay, und jetzt müssen wir uns Monster finden. Also, wir könnten... Boah. Es ist schwierig, weil wir können jetzt in die Monsterwelt gehen und uns da durchgrinden, aber die Frage ist halt, überleben wir das? Weil wir haben nämlich so gut wie keine Rüstung. Und würde Rüstung sich überhaupt lohnen zu craften? Moa. Blade. Was haben wir denn? Was bist du? Irgendwas Abyssalartiges? Wir hätten die Möglichkeit Clay, Leder, Kupfer, Bronze. Wir könnten Bronze, aber das ist ziemlich teuer. Das kostet halt sehr viel Kupfer. Und Kupfer habe ich am wenigsten von allen. Aber wir können es einfach mal machen. Ich meine, wir werden es irgendwie eh brauchen. Und da muss ich ein bisschen Kupferfarben gehen. Was soll's. Ich brauche 26 oder so, ne? Gut, ja. Ich muss Platten draus machen. Ich hält. Ja, Platten. Eine Chestplate erstmal. Hauptsache Rüstung. Hauptsache volle Rüstung im Sinne von, die noch volle Haltbarkeit hat, weil das ist unser größtes Problem, dass wir halt immer nur Sachen finden, die so schnell kaputt gehen und dann bringt es uns im Endeffekt auch nicht so viel, wenn wir jetzt aber gehittet werden, dass wir dann direkt keine Rüstung mehr haben. Supi, dann können wir noch gucken, ob wir da ordentlich was zu essen hinkriegen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Resistance haben. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Früchte und Grain. Grain. Früchte habe ich auch dabei. Sehr gut. So, das bleibt hier. Das kommt mit. Das ist wichtig. Das kommt alles mit. Das meinetwegen auch. Das nicht. Nein. Schlafen brauche ich nicht. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Ich hoffe, wir finden nicht ganz so viel Creeper, weil wir müssen natürlich für die Snare, für unseren Demonic Will, müssen wir Hostile Monster umbringen, also die bösen Monsterchens. Das geht mit Schafen und Schweinen und Co. nämlich nicht, meine ich zumindest. Also zumindest das letzte Mal, als ich es gemacht habe, ging es nicht. Deswegen direkt die Hostiles. Okay. Ja, stimmt. Scheiße, ich habe vergessen, dass dieses Portal so kacke ist. Wupsi! Komm mal. Oh Gott, der ist ja voll stark. Warum ist er so stark? Shit! Das ist problematisch. Nein, kein Wille. Doch, Wille. Haha. Okay, schnell wieder weg. Okay, das ist eine schwierigere Idee. Au. Ach ja.
Ich vergaß, dass wir ja wieder irgendwo drin stecken. Achso, ja. Okay, immerhin bin ich da, wo ich mich rausgekriegt habe. Ich habe vergessen, dass das Portal so kacke ist. Blöd. Müssen wir halt hier ein bisschen auf Nacht warten und dann hier nochmal ein Monsterchen umbringen, weil wir nämlich noch einen weiteren Willen brauchen werden. Auf jeden Fall. Mist! Okay, gut. Wir haben eine Schuhe gekriegt. Gut. Einen Willen. Oh, der ist sogar mit 4,6. Das ist gar nicht mal so wenig. Nun gut, ich brauche einen Ofen, einen gebrannten Stein. Und... Alter. Bronze. Mach mir Bronze. So, den Ofen. Okay. Lecker, lecker. Okay, gut. Immerhin haben wir doch recht viel Glück gehabt. Wie sieht's aus? Wann wird's dunkel? Wo ist die Sonne? Sonne? Da. Geht gerade unter, perfekt. Ein, zwei Monsterchen werden nicht schlecht. Für ein bisschen Wille. Danach können wir ein Schwert bauen, was uns Wille generiert. So. Alter, mit Blood Magic kennen wir uns inzwischen ja ganz gut aus, zum Glück. Zack. So, jetzt ist bloß die Frage, wohin damit? Weil wir ja wahrscheinlich, also jetzt nicht so schnell, aber doch irgendwann einen recht großen Altar bauen müssen. Und ich würde auch gerne das Ding irgendwo hinsetzen, wo es nicht im Weg ist, aber trotzdem gut zu erreichen ist. Vielleicht wirklich einfach gerade einmal hier. Dann kann ich da noch eine Tür reinbauen, wenn es sein muss. Hier ist nämlich ganz gut Platz. Bup. Ja, hier ist gut. Ich glaube, hier ist gut. Ich glaube, es gibt kein Totem mit Regeneration, ne? Ah, das ist ärgerlich. Dann würde ich nämlich die Totems auch nach drüben packen, damit wir am Altar so gut wie möglich aufgestellt sind und vielleicht sogar Resistance kriegen. Und hast du nicht gesehen? Ja, aber hier... Oh ja. Resistance gibt es auf jeden Fall. Perfekt. Speed Slowness, bla, Luck, bla, bla, bla. Brauchen wir zwar alles nicht. Regen wäre super, aber ich glaube natürlich, wurde auch daran gedacht, dass man das nicht abused für Blood Magic und Co. Wie sagen wir denn mit den Cedar? Tut das Holz von denen bessere Buffs geben als normales Holz oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So, was möchtest du denn jetzt von mir? Unless you can use Blood Altar to create an Apple of Lofty Stature. Abilities. Okay, da, nur dafür ist es da. Okay. It increases a step height to full block like a horse. $1,500. Einfach nur ein Apfel. Okay. Interessant. Okay. Ach ja, wir müssen noch Dinge bauen. Den. Dagger of Sacrifice. Sharp Bone und Bronze. Wo sind meine scharfen Knöpflein? Oder welche hier? Dass ich die mal brauchen werde? Ha! Hätte keiner geglaubt. Upp. Zack und zack. Einer reicht. Wie? Ach, wisst ihr was? Boop. Okay. Es wird gerade dunkel, perfekt. Besorgen wir uns ein bisschen Wille. Für eine Torte geben. Oder zwei. So. Damit können wir auch wieder unser Nourishment ein bisschen boosten, wenn wir nämlich ganz viel Schaden nehmen werden. So, okidoki. Dann wollen wir erstmal unseren internal Speicher ein wenig boosten. So, das sieht gut aus. Dann ein bisschen Früchte gleich. Frucht. Und
da wird es dunkel. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht mit Lowlife die Monster angreife. Okidoki. Ein, zwei Wille brauche ich noch. Ich brauche, warte mal, für den Tartic Gem, den ersten. Blue Dye Shadow Fragment. Habe ich, glaube ich, sogar noch eins. Bronze Asche. Und halt einen von denen. Und dann das Schwert. Was? Gibt es überhaupt? Shit. Der doch nicht. Okay. Das bist nicht du. Aber vielleicht muss ich erstmal was freischalten. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Gut, zwei bräuchte ich halt noch. Der kommt direkt perfekt. Anschlagen. Bist du bei der Karte gekommen? Da sind sie. Jetzt. Und da ist der Wille. 0,56. Wow. Das ist so gut wie nichts. Weniger als eins auf jeden Fall. Also, das macht Sinn, klar. Aber, ne? Mr. Creeper. Wollen Sie mein Opfer sein? Und ja, die fangen an zu leuchten. Das ist lustig. Komm schon. Komm an. Aha. Okay. Zwei Wille. Einmal 0,5, einmal 3,12. Das ist okay. Dann können wir uns jetzt hinlegen. Und. Und das weitere Ding überlegen. Erstmal den Apfel anbauen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was freigeschalten. Das wäre gut. Reinpieksen. Okay. Da sitzt ein Kühl bei meinem Schwein. Schwein. Kühl. Büffel. Mein Schwein. Oh Mann. Ja. So, kurz ein bisschen heilen. Mhm. Sieht gut aus. Auch 1%, ne? Ja. Dann, ja, kann man es mal abwechseln. Okay. Sonst noch Überraschungen hier irgendwo? Ich glaube nicht. Oh, warte mal, den Sacrificial Dagger. Kann ich den schon bauen? Den hier. Nee. Doch, Backquads. Schwert brauche ich dafür, aber das ist aber nicht. Schade. Damit kann man mich an Monster oder Tiere und so weiter an dem Altar, für den Altar opfern. Das ist sehr praktisch. Dann kann man nämlich die Monster quasi herloggen, locken und die als Blutquelle nutzen. Nein. Das sollte auf jeden Fall 1500 sein. Jetzt brauchen wir noch einen Apfel. Habe ich Äpfel? Nö. Okay. Dann müssen wir einen Apfel besorgen. Wo sind denn... Da oben sind Eichen. Ach, da bist du. Hallo. Klingeling. Na gut, Bäume muss ich eh fällen für Holz, für die neuen Totems, die wir zum Altar stellen werden, die, wie gesagt, sehr praktisch sind. Äpfelchen. Ja, Äpfelchen. Sehr gut. So, hier eins, da eins, dort eins. Reicht. Karottens. Dann wollen wir den Apfel mal verwandeln lassen und kriegen hoffentlich dann eine Menge freigeschaltet, weil ich mag nämlich Blood Magic. Da hat man nämlich recht früh schon die Chance, eine echt gute Rüstung zu bekommen, die sich nämlich selbst upgradet. Und das ist gut, vor allem hier gegen die Monster und den ganzen Scheiß, den man ständig hier abmucksen muss. Ja,
Deswegen hoffe ich auf hoffentlich Freigabe von einigen coolen Sachen. Zum Beispiel Rüstung. Danke. Schade. Habe ich jetzt Sachen freigeschalten? Nein, habe ich nicht. Mano, Hellfire Forge. Ah, das ist ärgerlich. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Gut, den Apfel essen wir nicht, weil ich mag den Stabassist eigentlich ganz gerne. Weil nämlich hier, wie gesagt, ein Stabassist ist und kein Jump. Das heißt, wenn wir steigen, hochgehen, müssen wir nicht hüpfen, was wiederum Essen verbrauchen würde. Deswegen ist es ein Stabassist und kein Auto-Jump. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und zwar der Unterschied im Essen. Ja. Na gut, dann packen wir erstmal alles weg, weil damit können wir nämlich jetzt überhaupt nichts mehr anfangen. Schade. Schade. Das war jetzt ein schneller Ausflug in Blood Magic. Ich habe weitergemacht, weil ich mag Blood Magic, aber da müssen wir halt nächste Folge gucken. Ich werde mich zur nächsten Folge mal informieren, wie es mit dem Abyssal Craft Zeugs aussieht und den Ritualen und so weiter. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.